Herzlich willkommen zu einem neuen Guide-Video zu Dark Souls 3. Heute möchte ich euch Hollowing oder Aushöhlung erklären. Und das ist ein interessantes Thema, denn es verhält sich damit anders als in den bisherigen Dark Souls-Spielen. Das macht es für Veteranen der Souls-Spiele etwas verwirrend. Und für Anfänger ist alles in Dark Souls sowieso verwirrend. Von daher ein interessantes Thema. Die wichtigste Frage vorneweg, Aushöhlung oder Hollowing eben, hat erstmal hauptsächlich Auswirkungen auf das Aussehen, wie man das hier sieht. Man wird dann so mager und ausgezehrt. Je höher das Aushöhlungslevel ist, desto schlimmer sieht das aus. Bei mir ist es Level 31 in der Aushöhlung und es geht bis 99. Hat also erstmal optische Auswirkungen, aber bis auf eine einzige Kleinigkeit, die ich gleich erklären werde, hat das Gameplay technisch keine Auswirkungen. Und das ist anders als in den bisherigen Dark Souls Spielen. Da war es dann so, wenn man zur Hülle wurde, wenn man gestorben ist, hat man zum Beispiel in Dark Souls 2 weniger Leben gehabt oder man konnte an bestimmten Multiplayer-Sachen nicht teilnehmen und noch ein paar andere Geschichten. Das ist in Dark Souls 3 nicht der Fall, sondern man sieht einfach nur scheiße aus. Es gibt eine kleine Änderung oder eine Ausnahme. Es gibt einen Hollow Gem bei den Edelsteinen hier. Das ist dieser hohler Edelstein. Den kann man in Waffen einsetzen und das erhöht den Luck, den Glückswert. Also wie oft man Gegenstände findet. Der Rest dieses Guides wird jetzt ein bisschen von der Struktur interessant. Also diese Frage, ist es nur optisch oder hat es spieltechnische Auswirkungen, treibt irgendwie alle um. Und jetzt werde ich den Guide so ein bisschen rückwärts aufbauen, weil es hat zwar gameplay-technisch keine großen Auswirkungen, aber auf die Story und das Ende. Und das werde ich jetzt sozusagen immer weiter ausbreiten. Ich werde euch jeweils vorher sagen, was ich dazu erzähle. Und wenn ihr sagt, okay, das ist mir zu viel, ich will nicht mehr in die Richtung gespoilert werden, obwohl es halt manches Wichtiges ist für die verschiedenen Enden. Aber wenn ihr sagt, das will ich nicht mehr wissen, dann schaltet ihr einfach aus. Und ansonsten bleibt ihr jetzt einfach ganz gerne dabei. Fangen wir mal damit an, wie man überhaupt Hollow wird oder Aushöhlung bekommt. Ich ziehe mich mal kurz an. Das sieht ja furchtbar aus. Das kann sich keiner anschauen. Ich ziehe mir meine Rüstung an. Ich habe die Alpha-Rüstung und die möchte ich mal eben nochmal tragen. Und dann kann ich hier weiterreden. Das mag man ja nicht sehen. Also, um Hollow zu werden, reicht es nicht, wie in den anderen Dark Souls Spielen, erstmal zu sterben, sondern die Voraussetzung ist, man muss mit einem bestimmten NPC reden und den an den Feuerbandschrein holen. Und ich zeige euch erstmal, wie man diesen NPC findet. Hier oben war das Bonfire, das man direkt erreicht, wenn man den Fort vom Nordwindtal, den zweiten Boss, besiegt hat und die Gargoyles an hier rübertragen. Hier rechts sieht man, geht es zur Untotensiedlung. Wenn man da durchgeht, zum Undead Settlement, wenn man aber nicht da lang geht, sondern hier links abbiegt und durch dieses Tor geht, dann sieht man auf der rechten Seite, oder man hört ihn erstmal, einen NPC. Der sieht genauso aus wie diese ganzen anderen Pilger, die hier rumsitzen, aber er bewegt sich etwas und er redet halt. Und den kann man ansprechen und man kann ihn in seine Dienste nehmen, man hat die Auswahl in dem Dialog und dann kommt er mit zum Feuerbandschrein. Der Charakter heißt Yol von Londor und das ist sehr empfehlenswert, ihn da mitzunehmen, das hat keinerlei Nachteile und das solltet ihr unbedingt machen. Ich reiß mal kurz in den Feuerbandschrein und zeige euch dann, wo er dann sitzt. Also wenn, wie gesagt, jetzt kommen immer mehr Informationen. Wenn ihr keine Lust auf Spoiler habt, schaltet gerne ab. Der Yol von Londor sitzt dann am Feuerbandschrein und man kann von ihm freie Level erhalten. Insgesamt 5-mal kann man bei ihm kostenlos aufleveln, ohne dass es Seelen kostet. Das erste Mal am Anfang und die nächsten Male, bis zu 5-mal kann man aufleveln, wenn man im Aushöhlungslevel steigt. Ne, in diesem, was ihr hier im Charakterscreen nachschauen könnt. Wenn ihr mindestens, oder wenn ihr die 5 Level abgeholt habt oder ein anderes Event eintritt, was ich auch euch gleich erkläre, dann stirbt Yol von Londor. Also man kann maximal diese 5 Level holen und dann stirbt er. Also er sitzt hier, hier unten sitzt er und man kann mit ihm reden. Bei mir ist es so, ich habe schon diese 5 Level geholt, ganz bewusst. Und dann stirbt er. Man kann nicht von Anfang an alle 5 Level holen, sondern je höher man in der Aushöhlung steigt, desto mehr Level sind verfügbar. Man muss mindestens Level 16 in der Aushöhlung haben, um alle 5 Level zu bekommen. Das heißt, immer die wahre Stärke rausziehen. Und je mehr man von diesen Leveln holt, desto mehr bekommt man ein Item ins Inventar. Und das heißt, das dunkle Siegel, Dark Sigil auf Englisch. Ich habe, weil ich 5 Level geholt habe, habe ich 5 von diesen dunklen Siegeln. Wenn man nur 2 Level geholt hat, entsprechend nur 2. Das dunkle Siegel, so jetzt gucke ich mal, dass ich alles in der richtigen, Reihenfolge erkläre. Aber ist, wie gesagt, nicht so einfach. Also man kann 5 von diesen Leveln holen und man
muss diese 5 Level holen, bevor man mit dem Charakter die Katakomben von Katus erreicht. Sonst stirbt Joel vorher. Und das ist einmal der Nachteil, dass man dann halt nur 2, 3, 4 oder was auch immer, wie viel Level bekommen hat und nicht die 5 kostenlosen Level. Und das ist auch für die Story von Relevanz, ob man alle 5 Level bekommen hat oder ob er von alleine gestorben ist. Das Einfachste ist natürlich, man kann sich im Schrein hier irgendwo oben vom Dach stürzen, 5-mal sterben oder ein paar Mal sterben, sich die Level holen, dann noch ein paar Mal sterben und so schnell auf die 16 kommen. Oder man stirbt einfach im Spielverlauf. Das sind die 2 Möglichkeiten natürlich. Das Interessante ist, wenn der Joel von Londor nicht stirbt, weil man die Katakomben von Katus erreicht, sondern wenn man diese 5 Level geholt hat, dann erscheint hier ein neuer NPC. Der erscheint nur dann, wenn man diese 5 Level geholt hat, nicht wenn er sonst stirbt. Und das ist Yuria. Und Yuria ist ebenfalls wichtig. Ich kann es ja ganz kurz einfach sagen, ich spoilere es noch nicht an dieser Stelle, aber dass Joel stirbt, dass Yuria kommt, dass man diese 5 Level holt, ist wichtig, um das sogenannte wahre Ende, das True Ending von Dark Souls zu bekommen. Also wer das sehen möchte, sollte das unbedingt machen. Man hat jetzt mehrere Möglichkeiten, mit dieser Aushöhlung umzugehen. Ja, das kann einen optisch stören und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei der Yuria kann man Sachen kaufen und eins ist der unwahre dunkle Ring und das ändert nur optisch. Ja, man sieht nicht mehr aus wie eine Hülle, sondern hat das normale Aussehen. Sonst ändert sich nichts, wenn man den anlegt. Das ist die eine Geschichte. Man kann sich aber auch einen Purging Stone oder Läuterungsstein kaufen und dann wird das Aushöhlungslevel wieder zurück auf 0 gesetzt. Ja, wenn man wieder stirbt, bekommt man wieder Aushöhlung dazu, aber in dem Fall erstmal wird es wieder auf 0 gesetzt. Das sollte man allerdings nicht machen, diesen Läuterungsstein kaufen und benutzen, wenn man das wahre Ende haben möchte. Es gibt noch eine dritte, es gibt eigentlich noch 2 Varianten. Es gibt einen NPC Velka, der ist in der Passage unter der untoten Siedlung, der kann ebenfalls die Aushöhlung auf 0 setzen und, das ist jetzt dann ein bisschen weiter fortgeschritten, man kann bei der Schreinmaiden hier vorne, die auf dem Stuhl sitzt, den Schlüssel kaufen für 20.000 Seelen für den Turm. Auf dem Turm, kleiner Spoiler, findet man die Seele eines Feuerhüters. Und wenn man diese Feuerhüterseele der Feuerhüterin hier im Schrein gibt, kann man sich von ihr heilen lassen. Das heißt, heilen lassen heißt, dass man nicht nur das Aushöhlungslevel wieder auf 0 setzt, sondern man entfernt die dunklen Siegel komplett aus dem Inventar. Man ist wieder normal, wie vor der ganzen Geschichte mit Joel. Und man kann auch beim Sterben dann nicht mehr zur Hülle werden. Aber auch das sollte man nicht machen, wenn man das sogenannte wahre Ende bekommen möchte. Also das ist auf jeden Fall wichtig zu bedenken. Und das sind halt so die wichtigen Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Also gameplay-technisch hat es keine Auswirkungen, sondern nur auf die Geschichte. Und ich glaube ich habe überlegt, wie ich das noch mache. Ich glaube zum Ende, zu dem True Ending oder zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man verschiedene Enden erreicht. Das möchte ich nochmal in einem eigenen Guide-Video machen. Das würde hier zu viel spoilern. Ich hoffe, euch konnte das erstmal weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wie man, weiß ich nicht, zu Hollowing, irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe. Eigentlich habe ich an alles gedacht, habe mir extra Notizen gemacht. Aber falls irgendwas offen ist, schreibt es gern in die Kommentare. Ich beantworte das. Ansonsten schaut gern bei meinen anderen Guide-Videos rein. Oder bei meinem Let's Play zu Dark Souls, beim normalen Let's Play, beim Let's Play zum New Game Plus. Oder. Die Links findet ihr alle in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann.